Du willst deine Terrassentür tauschen? Dann frisch ans Werk. Da gibt's einige Unterschiede zum Fenstertausch, aber alles halb so wild. Wie es geht, zeigen wir dir. Ein anspruchsvolles Projekt. Also genau das Richtige für dich. Plan 2 Tage ein, plus Trocknungszeiten. Dann bist du auf der sicheren Seite. Und lass dir helfen. Mit 4 Händen schafft sich's leichter. Und das kommt auf dich zu. Detailliert ausmessen, innen und außen. Dann kannst du schon mal deine Bestellungen machen. Das kann ein paar Wochen dauern. Dann kommen Rollladen und die alten Teile raus. Die neuen Rahmen koppeln, Schienen für den Rollladen anpassen und wieder rein mit den neuen Elementen. Dann dämmst du die Nische und die Fensterleibung. Rollladen, Fensterbank. Fertig. Du brauchst die Terrassentür, eventuell dazu auch ein Fenster, Haftputz, Keile und Plättchen, alles zum Abdichten und Dämmen und eine Fensterbank. Außerdem noch allerlei andere Dinge. Was genau, steht in der Liste, die du dir hier runterladen kannst. Los geht's für dich lange bevor du mit den Arbeiten so richtig anfängst, nämlich mit dem Aufmaß. Dazu erstmal prüfen, ob alles im Wasser ist. Mach dir eine Skizze und notier's gleich. Miss dann die Breite und Höhe, immer an 2 Stellen. Terrassentür und Fenster werden aus 2 Teilen gemacht, die du miteinander koppelst. Außen auch nochmal messen. Zusätzlich die Diagonale, so weit wie möglich am Rahmen. Mit den Maßen kannst du dein Falzmaß errechnen. Nimm die Diagonale von außen unten nach innen oben. Wenn du von diesem Maß die Innenhöhe abziehst, hast du das Falzmaß innen. Brauchst du zum Beispiel für das Fensterbankanschlussprofil. Wenn du von der Diagonalen die Höhe außen abziehst, hast du das Maß vom Mauerfalz oben. Die seitlichen Falzmaße kannst du auf die gleiche Weise errechnen, indem du horizontal misst. Mit all diesen Angaben kannst du dann von deinem Fachberater das richtige Fenster mit allem nötigen Zubehör bestellen lassen. In der Zwischenzeit gibt's aber mit Sicherheit noch jede Menge andere Projekte. Am Fenster kannst du schon mal mit dem Abriss der Fensterbank anfangen. Die machst du auch neu. Halter und alles, was da sonst so hängt, haust du weg. Danach wird die Nische gedämmt und verputzt. Der Rollladen kommt auch neu. Kannst dabei sogar einen elektrischen Antrieb nachrüsten. Darum brauchst du dann auch die Gurte nicht mehr und setzt auch neue Wellen. Wir hauen hier jetzt die Leibung ab und dämmen später. Wenn du dein Wohnzimmer nicht unbedingt zur Großbaustelle machen musst, weil du schon eine ordentliche Dämmung hast, kannst du natürlich auch nur die Terrassentür tauschen. Also, dafür alles an Putz bis auf die nackten Mauersteine weg. Nebenbei kriegst du Fenster und Terrassentür so leichter raus. Die Führungsschiene vom Rollladenkasten gehst du auch an. Da dein neues Fenster dicker sein wird, kannst du sie um das entsprechende Maß kürzen. Mach den Aus- und Einbau auch leichter. Die Gurtkästen machst du dicht. Dafür alles an altem Holz und Metall raus. Und die Löcher verschließen. Zum Beispiel mit porem Betonstein. Putz allein würde nicht fest werden.
Wenn alles da ist, geht's los. Stell alles erstmal sicher beiseite. Bevor du dann den alten Krempel raushaust, prüfst du sicherheitshalber die Maße. Dann die alten Flügel aushängen. Außen mit einem Messer die Rollladenführungsschienen vom Mauerwerk trennen. So bleibt der Putz da, wo er hingehört. Wenn du den Rahmen durchtrennst, geht's leichter. Die seitlichen Befestigungsschrauben ab. Befestigungsanker am besten gleich mit dem Winkelschleifer durchtrennen. Und das erste Teil ist draußen. Gleich zum nächsten. Wenn's irgendwo hängt, schau nach, wo. Dann musst du vielleicht nochmal nacharbeiten. Wenn da irgendwo Glaswolle steckt, musst du die gemäß der örtlichen Bestimmungen entsorgen. Informier dich am besten vorher und fass das Zeug nur mit Handschuhen und Mundschutz an. Unten die Schwelle auch noch weg. Und alles, was du an Resten von Befestigungsankern und ähnlichem im Mauerwerk findest. Schaff dir unter der Terrassentür noch etwas mehr Platz. Die steht nämlich auf einem Profil, das tiefer sitzt als dein Bodenbelag. Entweder von Hand oder mit einem ordentlichen Winkelschleifer. Und einem Bohrhammer mit Meißel. Vom Parkett muss auch noch was weg. Du brauchst eine Lücke in Türstärke plus ein paar Zentimeter. Dann kann deine Terrassentür da sauber stehen und unten richtig abgedichtet werden. Wenn der Boden darunter aufgeschüttet ist, musst du dafür sorgen, dass dir die Schüttung nicht abhaut. Zum Beispiel mit einem Streifen Styropor. Um Terrassentür und Fensterelement sauber abdichten zu können, machst du mit Haftputz einen Glattstrich. Und zwar überall da, wo das Fenster ans Mauerwerk anschließen wird. Misch ihn mit Schnellbinder an, dann wird er schneller fest. Reste kannst du in die Fensternische schmieren, die musst du später ohnehin noch glatt machen. Bevor du deine Elemente einbaust, geht's an die Rollläden. Da kommst du jetzt noch besser ran. Yeah.
Jetzt geht's richtig zur Sache. Griff an die Terrassentür. Und den Flügel erstmal raus. Dafür den Bolzen runter. Und vorsichtig zur Seite stellen. Das gleiche nochmal am Fenster. Setz jetzt den Rahmen deiner Terrassentür zum Testen schon mal an Ort und Stelle. Keile vorn unterlegen, 1/2 Zentimeter. Den Abstand brauchst du zum Abdichten. Prüf mit dem Meter den Höhenunterschied zwischen Schwelle und Bodenbelag. Deine Tür muss später sauber auf- und zugehen. Innen jetzt die Tiefe messen. Den Bereich musst du unterbauen. Fürs Grobe erstmal OSB-Stücke. Bisschen niedriger als der Abstand, den du darunter ausgemessen hast. Kleb das Holz mit Montagekleber fest. Die Feinheiten machst du jetzt ganz exakt mit Keilen oder Unterlegplättchen. So, das lass mal trocknen. Guck jetzt auch beim Fensterrahmen, dass nichts klemmt oder schleift. Gut, dann kommen beide Teile zusammen. Leg sie dir am Boden so zurecht, dass du beide Elemente verbinden kannst. Am besten auf Styroporplatten, damit wirklich nichts drankommt. Nicht, dass dein Rahmen schon vor dem Einbau erste Kratzer hat. Transportschiene ab. Und stattdessen das Fensterbankanschlussprofil dran. Sitzt also gleich unten. Außen kommt noch die Blende dran. Die Schlaufen auch noch ab. Die waren nur zum Reintragen da. Löcher rein. 15 cm aus den Ecken gemessen. Mach dir eine Markierung. Bohr mit einem Metallbohrer von einer Seite durch den Rahmen. Den Hohlraum zwischen beiden Elementen machst du auch dicht. Mit Kompriband. Das quillt auf und sorgt dafür, dass es nicht zieht. Kleb es mittig in das Profil. Dann kommen Koppelleisten an die beiden Rahmen. Die musst du noch auf die richtige Länge bringen. Jetzt die Rahmen exakt zusammenfügen und mit Einhandzwingen fixieren. Und von der vorgebohrten Seite aus in den anderen Rahmen verschrauben. Rein mit dem Rahmen ins Mauerwerk.
Ob da alles passt, schaust du dir jetzt mal an. Sieht schon mal nicht schlecht aus. Richte alles mit Keilen aus. Zum Fixieren gibt's solche Montagekissen. Die steckst du oben in die Ecken und pumpst sie gleichmäßig auf, bis sich die Rahmen festgesetzt haben. Fehlen nur noch die Rollladenführungsschienen. Setz die auch ein. In der Mitte mit einer Einhandzwinge fixieren. Die Schienen werden jetzt gleichmäßig ausgerichtet. Sie sollen überall im gleichen Abstand auf dem Rahmen montiert werden. Markier dir die Lager auf dem Rahmen. Gut, jetzt zur Befestigung im Mauerwerk. Dafür müssen noch Löcher in den Rahmen. Auch da 15 cm aus den Ecken messen und markieren. Auf langen Seiten zusätzlich mindestens alle 60 cm eine Befestigung. Am kurzen Stück wird nicht gebohrt. Jedenfalls nicht, wenn das Mauerwerk nicht so dick ist wie der Fensterrahmen. Zum Festmachen der Terrassentür nimmst du hier Montageanker, die du in das Rahmenprofil eindrehen kannst. Umbiegen und später festmachen. Das gleiche auch nochmal unten am Fensterrahmen mittig. Dann wird's auch hier richtig fest. Die Löcher im Rahmen mit einem Metallbohrer vorbohren. Wenn dir dein Bohrer lieb und teuer ist, leg Holz unter. Kommt die Bohrspitze ins Mauerwerk, ist sie stumpf. Dann wieder alles raus. Und die Montageanker verschrauben. Die Rollladenführungsschienen bringst du noch auf die richtige Länge. Unten bündig bis ans Ende des Rahmens. Oben müssen sie 3 cm überstehen. In unserem Fall jedenfalls. Warum, siehst du gleich. Kann sein, dass das bei dir ein bisschen anders ist. Achte genau auf deine Anleitung, wenn du eine hast. Schneid die Schienen mit einer Kappsäge zurecht. Jetzt musst du eine Linie genau da ziehen, wo die Nippelschrauben gesetzt werden. Die kommen alle 20 cm in den Rahmen. In die werden die Rollladenführungsschienen gleich eingeklipst. Kannst du für alle Schienen auf einmal setzen. Die unteren Endstücke gleich aufkleben, die kriegst du an der Terrassentür sonst nicht mehr drauf. Jetzt kannst du sie mit einem sanften Klaps an Ort und Stelle bringen. Oben die Einlauftrichter für den Rollladen aufstecken. Jetzt die Rollladentraverse anlegen und markieren, wo sie für die Rollladenführungsschiene ausgespart werden muss. Die Bereiche ausschneiden, zum Beispiel mit so einem Multifunktionswerkzeug. Schnittkanten, die keine Abdeckung bekommen, klebst du einfach zu. Und festschrauben.
Damit die ganze Konstruktion schön stabil wird, kommt noch eine zweite Traverse aus Metall obendrauf, als zusätzliche Aussteifung. Vorbohren, festschrauben. Das hält. Prima. Und wieder rein das Teil in den Ausschnitt. Wieder genau ausrichten. Und jetzt die Löcher im Mauerwerk bohren. Auch unter der Schwelle der Terrassentür. Jetzt wieder raus und alles für das Abdichten vorbereiten. Für die raumseitige Abdichtung klebst du ein Folienband auf der Innenseite am Rahmen entlang. Und zwar so, dass du den Bereich zwischen Rahmen und Mauerwerk gleich ausschäumen und die Folie am Mauerwerk verkleben kannst. Mach an den Ecken so eine Schlaufe, damit du die Folie da noch falten kannst. Sonst kriegst du sie am Mauerwerk gleich nicht verklebt. Umdrehen und die äußere Abdichtung. Kleb ans Fensterelement unten ein Folienband. An die Alublende der Terrassentür kommt ein Kompriband. Das quillt nach der Montage recht schnell auf, also trödel nicht beim Verkleben. In unserem Fall, an der überdachten Terrasse, macht das die Tür ausreichend dicht. Das gleiche Kompriband kommt an die Rollladenführungsschienen. Hier musst du einfach schauen, wo beim Einbau offene Fugen entstehen. So, jetzt aber ein letztes Mal. Fenster rein. Nochmal prüfen. Und mit Direktbefestigungsschrauben fixieren. Die Montageanker verkeilst du zum Mauerwerk hin, damit das richtig fest ist. Dann die Fensterflügel einhängen. Terrassentür auch. Prüf, ob auch nichts klemmt. Und das Wichtigste hast du für heute erstmal geschafft. Bevor du ausschäumst, verklebst du das äußere Folienband am Mauerwerk. Dann ist's nach außen hin dicht. Keile dafür raus. Dichtkleber einbringen. Ins Kleberbett drücken. Dann die Keile wieder rein. Alle Folienbänder aus dem Weg. Die auszuschäumenden Bereiche vornässen. Das geht prima mit einem Drucksprühgerät. Und Attacke. Gut schütteln. Und gleichmäßig von unten nach oben ausschäumen. Das muss jetzt erstmal aushärten. Alles fest? Dann, was übersteht, abschneiden. Am besten mit so einem Metallsägeblatt.
kann auch alt und stumpf sein. Für den Schaum reicht's bestimmt noch. Sauber machen. Und die innere Folie am Mauerwerk festkleben. Auch mit dem Dichtkleber. Das darf nicht hohl liegen, sondern muss ganz fest am Mauerwerk sein. Die Bereiche willst du ja noch verputzen. Jetzt kannst du dich mal um Fensternische und Laibung kümmern. Kleb dafür die Fenster sicherheitshalber ab. Wenn du eine perfekte Wärmedämmung erreichen willst, solltest du die Bereiche nämlich nicht nur neu verputzen, sondern gleich dämmen. Setz darum Schnellputzprofile und zieh die Fläche mit Kalkzementputz glatt. Die Laibung auch. Einfach über die Folienbänder drüber. Wenn alles angezogen ist, rabotieren, also überstehendes Abreiben. Prüf, dass alles gerade ist. Sonst musst du nochmal drüber. Jetzt kommen in Nische und Laibung Dämmplatten, in unserem Fall Calcium-Silikatplatten. Schneid sie dir auf Maß. Einfach mit einem Cuttermesser anritzen und brechen. Dann vorstreichen mit einem Mix aus Wasser und 10% Grundierung. Klebemörtel auf die Wand. Kämm ihn mit einer 5er Zahnung von unten nach oben durch. Noch eine Schicht auf die Platten. Sanft andrücken und das nächste Stück daneben. Jetzt die Seiten. Zum Abschluss grundierst du die Fläche nochmal unverdünnt. Und wieder trocknen lassen. Bevor du das Ganze verputzt, kommen Anputzleisten auf die Rahmen. Miss die Länge aus und schneid sie zurecht. Abdeckfolie zur Seite. Dann die Schutzfolie am Fensterrahmen wegmachen. Und die Anputzleisten ankleben. An denen kannst du die Folie wieder festmachen. Weiter. Die Laibung mit Hilfe von Gewebeeckwinkeln sauber verputzen. Für die Ecke der Fensternische nimmst du so ein Eckschutzprofil.
Dann kannst du die ganze Fläche fertig verputzen. Der Rollladenpanzer muss über den Kasten in die Schienen eingefädelt werden. Die Motoren sollte dein Elektriker inzwischen angeschlossen haben. Die Grundeinstellung vom elektrischen Antrieb vornehmen nach jeweiliger Bedienungsanleitung. Und der zweite Rollladen. Einhängen, Grundeinstellung, Stopper. Fertig. Den Rollladenkasten solltest du außerdem noch dämmen. Dann den Deckel kürzen. Dein Fenster ist wie gesagt ja dicker als das alte. Und drauf damit. Festschrauben und verspachteln. Es folgt die Fensterbank. Prüf mit einem kurzen Stück, ob sie überall ans Profil passt. Sonst musst du nacharbeiten. Fest machst du sie mit solchen Konsolen. Für die Bohrlöcher nimmst du wieder das Reststück. Jetzt die Bohrtiefe bestimmen. Du musst durch die Dämmplatte und dann dahinter mit dem Dübel komplett ins Mauerwerk. In der Dämmplatte würde er nicht halten. Markier dir die Tiefe auf dem Bohrer. Dübel rein. Festschrauben. Bring dann deine Fensterbank aufs richtige Maß. Rechts und links kommt noch ein Fensterbankabschluss drauf. Die musst du auch noch entsprechend ablenken. Drauf damit und festschrauben. Yeah, gleich hast du es geschafft. Endspurt, die Wandoberflächen im Raum fertig machen. Dann kann auch die Folie endlich mal ab. Abdeckkappen an den Entwässerungsöffnungen anbringen. Die Fugen noch mit Acryl oder Fenstersilikon dicht machen. Auf die Fuge vor der Tür machst du noch ein Aluprofil. Rechtzeitig zur Abenddämmerung hast du deine Aufgabe heldenhaft gemeistert. Lad dir die Material- und Werkzeugliste runter und ran an deine Terrassentür. Du hast noch mehr Projekte geplant? Abonnier Hornbach und verpass keine Anleitung mehr. Hol dir die geballte Ladung Projektwissen mit der Hornbach Meisterschmiede.